Heute ist es endlich soweit. Es ist jetzt gerade super früh morgens. Es ist jetzt gerade 6.38 Uhr. Um 7 wollen wir los. Denn Chrissy, ich, Mama und Ash fahren jetzt gleich los, um Leo abzuholen. Unseren Welpen. Und ich kann es gar nicht glauben, ehrlich gesagt. Ich kann es mir auch noch gar nicht vorstellen, dass wir bald hier zu Hause einen Welpen rumlaufen haben. Ich weiß, ob ich es mir später auch nicht vorstellen kann, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Guten Morgen, bist du schon wach? Freust du dich trotzdem schon? Ey, ich glaube, du kannst gleich langsam fertig machen, wir wollen gleich los. Ich kann einfach nicht fassen, wie es ist. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir. Würde sich über uns freuen. Ey, es ist so komisch, unser erstes Haustier so. Mama, bist du auch schon soweit? Mama ist soweit. Hier werden die letzten Sachen gepackt. Zum Beispiel nehmen wir jetzt noch ein paar Hundekotbeutel mit. Biologisch abbaubaren. Willst du nochmal Hallo sagen hier? Aha, hi, guten Morgen. Anna, was geht? Hab gar nicht gesehen heute. Der letzte Klogang vor Leo. Wir sind mittlerweile unterwegs im Auto. Ich darf fahren. Wir haben die komplette Mannschaft, fast die komplette Mannschaft mitgenommen. Ich bin aufgeregt. Ich muss sagen, ich konzentriere mich gerade mehr aufs Fahren als auf Leo nachher. Wir machen gerade einen kurzen Zwischenstopp bei meiner Tante und meiner Cousine und wir haben gerade ein kleines Geschenk bekommen. Für Ostern, ne, eigentlich? Oder? Also einmal habe ich Raffaellos bekommen. Ich habe das eingepackt. Ist noch kein Plan, was da drin ist. Ich tippe ganz grob auf Papier. Wer hat recht gehabt? Top. Und jetzt geht es dann gleich nochmal, nachdem wir kurz was essen, eine halbe Stunde weiter. Wohin? Leo. Wir haben gerade ein Video zugeschickt bekommen von Leo, wie er geduscht wird. Einfach anderer Hund geworden. Ist er nicht. Wir haben die ausgetauscht. Die ist so groß. Warte, das ist auch gut. Das ist Leo. Wo jemand schreibt, man soll die nicht so oft baden, wissen wir. In einer halben Stunde haben wir ihn. Fake-Knäuel. Auf die wird er größer. Ey, das ist krass. Die sind die Duft, ne? Also die sind klug. Der wird auch dann versuchen, seine Grenzen auszuprobieren, wie weit er auch in den Futter gehen kann. Es geht nach Hause. Du hast ja gerade gesagt, ihr Herz platzt gleich. Frage, na Kleiner? Wie geht's dir? Ey, er hat noch nichts gesagt, ich bin gespannt, wie die Fahrt wird. Dann ab, alle ins Auto. Kofferraum auf. Okay, Leo kommt jetzt in seine XXXL-Box rein. Und denkt ihr, er wird da ruhig drin sein? Weiß ich nicht. Chrissy, du wirst ihn schon beschäftigen können, okay. Ja. Wir sagen ab nach Hause. Geht's jetzt Richtung nach Hause. Und dann gucken wir gleich mal, wie er zu Hause so, naja, auf sein neues Zuhause reagiert. Lange nicht mehr so aufgeregt. Ganz komisches Gefühl. Das ist das erste lebendige Wesen bei uns zu Hause, was nicht ein Mensch ist. Aber oh. Das ist so süß, ne? Oh. Er mag das Geschirr nicht. Nee. Auf den Moment gleich, wenn wir zu Hause sind, in 3 Stunden. Aha, 3,5 Stunden. Ja, ich bin so gespannt, wie er nachher auf unser Zuhause reagieren würde, wie er das so alles annimmt. Ich glaube, er gewöhnt sich dran. Ich glaube, er wird sich das alles angucken, anschnuppern und dann, glaube ich. Ja, klar. Ich glaube, es geht schnell. Ich meine, jetzt hat er sich auch richtig schnell irgendwie schon gefühlt an uns gewöhnt. So. Ja, total. Also, ich hatte jetzt gedacht, so, er wird irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Anstalten machen, dass er nicht mit will. Wir sind übrigens bald zurück und ganz witzig, hinter uns eben war so ein Polizeiauto, das irgendwie alle ausgebremst hat. Ja, warum auch immer. Kein Plan, warum. Mit Blaulicht. Aber jetzt ist hinter uns niemand mehr. Es fühlt sich so komisch an, ne? Ja. Das Ding ist, hat keinen einzigen Mucks von sich gegeben, so, ne? Er hat geschlafen, gespielt, geschlafen. Ich möchte ihn gleich auch mal halten, ne? Ja. Versteht sie, oder? Ja. Nee, bleibt jetzt auf jeden Fall bei mir. Ey, der Teppich sieht genauso aus wie er. Von der Farbe. Und das erste Mal Essen gibt's auch gleich. Und das natürlich hier vorbereitet. Warte, wir machen mal Licht an hier. Ich kann's so oft sagen, wie ich will. Es wird nicht realer. Na, das ist im Backofen. Wollen wir euch da reinstecken? Nicht Spaß. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall ordentlich was vor uns hier in unserem kleinen Welpen. Schreibt gerne mal rein, wie ihr den kleinen findet. Ich kann es nicht glauben. Übrigens, Leute, die ganze Nacht, die werdet ihr bei Chrissy auf dem Kanal sehen. Die nehmt euch da ein bisschen mit. So, Kumpel, sag, was du drauf hast. Wollen wir mal probieren zu gehen? Also, ist nicht scheiße oder so, ne? Und solange wir beide in eine Richtung gehen, kommt er bestimmt. Okay, ihr kennt Leinen halt doch nicht, ne? Boah, wir müssen den sauber machen wieder. Ist das eine Kamera? Läuft halt direkt schon dahinter, ne? Komm! Ja, los! Komm! Ist das witzig? Schön bei euch. Oh mein Gott. Das... Ja. Und das, obwohl er uns halt echt nicht lange kennt. Das ist viel krassere. Ja, ich finde es auch. Also, so schnell mal gewöhnen, ne? Es ist heftig. Ey, das könnte auch ein Hase sein, so, weißt du? Ich kann aber nur meine Füße schleifen, weil ich sonst... Ja, nicht, dass du nachher auf ihn trittst. Ah, jetzt hat Interesse. Ah, doch nicht. Aber er be... Oh, der ist so flink. Ah ja, das Hasending. Ja, für so ein kleines Ding. Erste Mal essen bei uns. Skeptisch? Oder ist das? Was ist das? Oh, hi, Brudi. Ich glaube, wir kommen mit der Schüssel nicht ganz klar. Er hat uns gerade einmal auf dem Teppich gemacht. Hat er nicht gemacht. Wir sind rein. Er hat Kaka gemacht. Sind wir nochmal kurz raus, weil wir ihn halt so unterbrochen haben dabei.
Mittlerweile haben wir den nächsten Morgen. Ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Allerdings hat er schon ein paar Mal hier auf die Teppiche gemacht, aber wir machen es immer wieder direkt weg. Jetzt gerade ist Ash da, wir machen uns gerade fertig, räumen ein bisschen auf. Bei Chris hier auf dem Kanal seht ihr auf jeden Fall die erste Nacht, wie das so war. Und ich sage euch, schaut gerne mal vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, war es jetzt auch hier von uns in diesem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben, dann vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao!